Menschenskizzen mit Aquarellfarben und einem Fineliner. Und du siehst schon, das klappt eigentlich ganz gut, denn bevor du mehr Farben verwendest, solltest du es mit einer Farbe können. Und hier zeige ich dir gerade, wie du so ganz einfache Figuren einfach mal so skizzieren kannst. Das wäre so also Stufe A. Kleiner Kopf, kleinerer Oberkörper, längere Beine ist in der Regel so die Grundformel dafür. Ich verlinke dir oben das Video zu meinen Menschenskizzen, da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Und jetzt beginnen wir einfach mal ein bisschen zu üben mit ganz stark verdünnter Aquarellfarbe. Und ich lege eine Figur an, du hast gesehen, ich habe auch nicht vorgezeichnet. Ich finde das als Pinselzeichnung sogar wirklich einfacher, als wenn du das Ganze zuerst vorskizzierst, denn dann kommt man schnell in das Ausmalen rein. Und schon bei dem Begriff Ausmalen, da hörst du schon, da werden wahrscheinlich am Lagerfeuer keine Heldenlieder über dich gesungen. Und deswegen würde ich das einfach mal zuerst so mit dem Pinsel anskizzieren und danach kannst du das Ganze so mit dem Feinliner noch ein bisschen überarbeiten. Ja, du hast gesehen, ich habe also ganz flache Figuren angelegt. Die waren überall gleich, hatten überall die gleiche Tönung, oben wie unten. Und dann kann ich Licht und Schatten, hell und dunkel einsetzen. Kann auch noch mal ein paar Konturen dazu nehmen und das Ganze soweit mal ausarbeiten. Und lasse die Figuren sich auch so ein bisschen entwickeln, gib denen also Luft zum Atmen. Das ist nichts anderes wie bei den Kindern, lass die groß werden. Und bei den Skizzen ist es ähnlich, also die schauen vielleicht anders aus, als du wolltest, aber das bedeutet nicht, dass die jetzt gleich deswegen schlechter sind. So, und jetzt beginnen wir mal so richtig die Figurenbilder zu malen, nachdem wir ja geübt haben. Also hast gesehen, also jetzt habe ich mir ein bisschen, vorher ging es so um das Thema, jetzt habe ich mir mehr überlegt, wie könnte ich die Figuren so anlegen, dass die schöner in Szene gestellt sind. Und da bin ich wirklich mit einer Farbe ganz dünn anlegen wirklich bedient. Also wo ich da den Figuren auch eine Bewegung geben möchte. Und die helle Farbe hat hier einfach den Vorteil, die helle Farbe kannst du mit der dunkleren leicht übermalen, aber wenn es mal zu dunkel ist, dann ist halt immer schwierig, dass man das Ganze noch heller kriegt. Dann geht es los, dass man mit irgendeiner Deckfarbe noch dazu malen muss, die dazu nehmen muss, und dann wird das Bild seltenst klarer. Und male nach Möglichkeit gleich mal so mehrere Figuren nebeneinander. Man nennt sowas übrigens Reihung, ja, weil die sich noch nicht überschneiden. Alle stehen da wie die Spargel. Lass die mal so agieren. Stell dir auch vor, die agieren jetzt irgendwo auf einer Bühne. Stell dir vor, das wäre ein Schauspieler und die können sich nicht einigen, wer von ihnen der Schönste ist oder der Beste ist oder so. Ja, gibt ja immer welche, die müssen dann gleich ganz schnell in den Vordergrund. Ja, und lass es mal so auf dieser Bühne, die du da gerade entwickelst, die so richtig agieren. Und es ist auch normal, du brauchst nicht glauben, dass ich eine Ahnung habe, was ich da genau male, sondern das entsteht aus dem Moment heraus. Aber das muss ich dir sagen, vielleicht nicht gerade beim ersten Blatt. Also fange jetzt einfach mal so an und die ersten sind meistens so ein bisschen verhaltener. So ist es jetzt auch gerade aufgebaut. Die ersten Figuren, die wir vorher probiert haben, die waren ein bisschen einfacher und die haben jetzt einfach mehr Charme. Das sind jetzt die zweiten. Außerdem stehen da jetzt mehr Figuren. Ja, ich habe jetzt hier 7 Stück und bei 7 Stück, da geht es immer irgendwo weiter. Du siehst bei den 4 im Hintergrund, bei dem ich jetzt gerade male, der war jetzt recht lange, da habe ich an den anderen schon weiter gemalt, bevor ich an den ranging. Das liegt daran, ich wusste nicht, wie ich weitermalen soll. Und wenn man das nicht weiß, dann ist es wie im echten Leben. Ja, wenn ich nichts weiß, halte ich im Mund, sonst wissen alle, dass ich nicht weiß. Und das machst du beim Malen genauso. Das ist eine kluge Technik. Und irgendwann kommt schon die Idee. Und dann malst du die Figur aus. Fällt dir mit Aquarell nichts mehr ein, dann bist du wahrscheinlich fertig und dann nimmst du einen Fineliner, gibst der ganzen Sache noch Kontur. Ja, und dann war es das Ganze. Wir sind mit dem Video auch fertig. Hat dir mein Video gefallen? Lass mir doch den Like da, abonniere meinen Kanal, schreibe gern was in die Kommentarleiste und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt tough und adios, euer Gerhard. Danke fürs Reinklicken.